Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith und der Family. Und es geht literally allen schlecht. Also allen. Also wenn ihr euch das hier mal anguckt, also auch den Tieren, die sind auch alle traurig, weil their bro died. Also Pebbles halt. Außer Raya. Raya geht's gut. Und wenn ihr euch denkt, hä? Wo kommt denn Raya jetzt her? Wir haben beim letzten Mal nämlich noch ein Wissenschaftsbaby gemacht. Und da ist die süße Raya draus entstanden. Deswegen hatten wir beim letzten Mal noch ein Mini-Umstyling. Ist Mini. Aber viel wichtiger, wir müssen jetzt ein Zimmer für sie anlegen. Und da sind wir doch direkt dabei, oder? Ich kann ja nicht direkt Move-Objects anmachen, oder? Weil wir werden es eh brauchen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir hier das Ganze so machen. Hä? Ist es schon immer so gewesen, dass die Tapete das dann einfach weiterzieht? Das ist irgendwie wild. Und dass das dann das Zimmer ist. Und diese Sachen kommen dann in den Eingangsbereich oder so. Und der Ball kommt einfach hier hin, so. Und der Eingang kommt dann einfach hier hin. Dann müssen wir aber ein bisschen ummodeln. Das müsste so eigentlich noch funktionieren. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Ansonsten, also eigentlich sieht das auch kacke aus, wenn die nicht so beieinander sind, ne? Vielleicht stellen wir die einfach hier vorne hin. So ist doch gut. Dann brauchen wir natürlich eine Tür. Das wird natürlich ein bisschen wild. Man könnte sie ja natürlich auch hier hin machen, aber das finde ich noch weirder, als wenn wir sie hin machen würden. Deswegen nehmen wir das. Oder halt von der Küche aus, ne? Aber ich glaube, das ist durch den Flur besser. Flans kann dann hier hin. Und unsere 5 Millionen Fotos, die hängen wir einfach dann um. Süß. So, ein Kissen kann ja dann hier hin noch. Kann man da zusammen chillen. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Wir sollten den Garten für andere Leute irgendwie absperren, weil was ist das? Das andere Klo packen wir jetzt einfach nach draußen. Es ist jetzt nicht schön, aber Dinge passieren. Jetzt müssen wir noch den Kratzbaum irgendwo anders hinstellen. Ist ein bisschen eng. Ugh. Weißt du, da hat man schon ein großes Haus und trotzdem hat man keinen Platz für irgendwas. Das ist so eng. I don't like it. Und vielleicht hier oben einfach. Ich hasse es, dass dieses Ding über dem Teppich ist. Ja, weißt du was, dann machen wir den Teppich da weg. Oder den tun wir einfach dann hier ins Kinderzimmer. Das wäre doch mal eine Idee. Und hier oben klauen wir auch das hier und das hier. Und die Wiege kann weg. So, ein süßes Bettchen. Dann eine Toilette. Ansonsten bin ich leider nicht kreativ genug. Aber viel wichtiger ist ja sowieso theoretisch jetzt erstmal das Zimmer hier unten. Ich will jetzt auch eigentlich nicht 5000 Jahre hier irgendwelche Dinge machen, ne? Wie wäre es, wenn wir so einen lila Farbton haben? Wir können ja auch ein bisschen all out gehen. Es ist halt ein Kinderzimmer, ne? Da kann man schon mal ein bisschen übertreiben. Klippt halt ins Bett, ne? Das ist ein bisschen blöd jetzt. Steht das halt ein bisschen weiter im Raum. Aber an sich finde ich das ganz süß. Perfekt. Sollte erstmal in Ordnung sein. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Ein bisschen Spielzeug und ein bisschen Bücher. Ich mache jetzt hier aber keinen extra Wickeltisch hin. Ich meine, eigentlich kann ich den von oben ja runterholen, oder? Aber dann ist es noch leerer hier. Naja, YOLO. Und hier ist es irgendwie auch nochmal ein bisschen enger geworden. Naja, Dinge passieren. Ein bisschen Deko platzieren. So, das kann ich klauen. Muss ich ja nicht neu kaufen. Also, wo sind wir denn hier? Arme Kind. Ja, ein bisschen besser. Diese großen Kuscheltiere nehmen halt wenigstens immer viel Platz ein. Ich würde mir zwar auch kleinere Spielzeuge wünschen, aber in dem Fall ist es gut. Oh mein Gott, ich nehme ja schon 20 Minuten auf und ich baue nur. I'm so sorry, guys. Ich habe noch den Süßi gefunden. Perfekt. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay so. Süß. Außerdem wollen wir ja heute auch mal ein bisschen spielen wieder, ne? Also. Und ihr müsst mal alle kurz, also, ihr braucht alle ein bisschen Hilfe. Bring Raphael mal kurz bei, wie man auf Klo geht. Bei dir wäre nett, wenn du deinen Hund badest. Nein, den Hund bitte. Zurück baden. Nein, nicht schlafen. Schlafen ist illegal. Raya chillt einfach ihre Basis. Tolerant. Okay. Weil hat keinen Bock auf aufs Töpfchen zu gehen, glaube ich. Das macht ihr super. So, ich stelle der kleinen Maus am besten auch direkt was zu essen hin. Wir haben kein Essen mehr. Das ist natürlich ganz schwierig. Okay, wir müssen jetzt noch 3 Tage auskommen mit diesem Chaos. Weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Immerhin haben wir morgen frei wegen dem Häschentag. Das macht es schon mal ein bisschen erträglicher. Ohnmächtig werden. Entschuldigung, du warst auf Klo. Ich cheat ihm das jetzt hoch. Also, was, sorry, er war auf Klo. Manchmal muss man sich die Welt auch ein bisschen einfacher machen, weil es ist immer noch schwierig genug. Ja, und Raya chillt ihre Basis. Besser so. Tinkerbell würde auch gerne spielen, aber wir haben gerade keine Zeit. Es ist alles so überfordernd. Hilfe. Nee, kein Chaos. Wie du kannst, Nickerchen machen, bis es Essen gibt, okay? Dann kriegt ihr nämlich wenigstens schon mal ein bisschen Energie. Das ist schon mal ganz wichtig. Ach, süß. Er schnuppert. Oh, Boba. Könnt mir nicht erzählen, dass das nicht übel süß ist, oder? Ah!
I love it. Oh, ich bin so gestresst gerade. Girl, ich weiß, dass du müde bist, aber du musst ganz dringend zu essen kochen für deine Familie, weil sonst sterbt ihr alle. Die Klos sind auch alle nicht sauber, also es ist einfach toll. Tut mir leid. Marley möchte sich auch schon schlafen legen. Ey, ich fühle das schon ein bisschen. Ich denke, an dem Punkt kriegt sie das auch halbwegs hin. Er kann auch ruhig morgen essen. Lecky. So, damit du nicht mitten in der Nacht hier verhungerst oder uns weggenommen wirst, besser gesagt. Hier, iss schnell. Ah, warte, ich kann dir eine Sitzmöglichkeit noch geben. Dann musst du nicht so weit weg. Tada! Ja, ich weiß, dass er hungrig ist. So, du kannst nochmal duschen gehen. Und dann geh bitte auch schlafen. Wenn du jetzt schon wach bist, dann geh nochmal auf Klo. Und dann isst vielleicht doch jetzt schon. So, dir geht's auf jeden Fall an sich ganz gut. Das freut mich sehr, mein Engel. Das wäre sonst auch ein bisschen eskaliert, glaube ich. Zumindest einen haben wir schon mal glücklich gemacht. Bis auf, dass er müde ist. Aber das ist jetzt wohl das geringste Problem. Nee. Nein. Er möchte Tinkerbell streicheln. Das finde ich sehr, sehr süß. Aber es wird jetzt geheiert. So. Faith hat es dann auch mal ins Bett geschafft. Vielleicht ist es gut, dass wir heute sehr viel Zeit im Baumodus verbracht haben bisher. Weil meine Nerven machen das, glaube ich, sonst nicht mit. Lust auf Action wegen früher Midlife-Crisis. Also, wenn du keine Action in deinem Leben hast, dann weiß ich auch nicht. Erstmal speichern. Wir haben überlebt, oh mein Gott. Raya. Nee, mach einfach heier. Sorry, dass du Hunger hast, aber warte, du bist wach. Dann kannst du ja kurz deine Tochter füttern. Ein Träumchen. Und danach legst du dich ja bitte einfach nochmal hin, okay? Wir brauchen volle Power hier mit uns. Guter Appetit. Ja, immerhin. So, viel Spaß, Girl. Viel Spaß. Windel benutzen. Jawohl. Ja, direkt eingeschissen. Super. Also, einfach toll. Aber es ist mir gerade egal. Wir machen das einfach ganz in Ruhe am Folgetag. Alles gut. Why are you awake, girl? Wurdest du schon wieder geweckt? Nein, tatsächlich nicht. Schockierend. Naja, dann kannst... Ach so, nicht Windel... Windel wechseln macht nicht so viel Sinn. Nee. Wenn dann, einmal gebadet werden, bitte. Und natürlich. Du bist dann auch wieder dreckig, richtig? Nein. Wow. Ja, dann können wir doch mal kurz gucken, was wir heute machen müssen. Das ist die 83. Ich habe Angst. Kaufe ein neues Item. Damit komme ich klar. Destiny hat ein männliches Baby mit Cosro. Süß. Wir können ja auch einfach mal Plopsee durchsuchen und vielleicht mal was Lustiges kaufen. BB Move Objects, Alter. Ach süß, das ist richtig cute. Das passt auch in das Zimmer von unserem Sohn. Dann kaufen wir das. I like it. So, sie muss ein Objekt wertschätzen und sie muss Eier suchen. Lass das Kind bitte in Ruhe. Ach, schau mal, sie trägt direkt ihr neues Outfit. Und da liegt ein Kackhaufen. Also ist einfach ein Traum hier. Sie hat keine Eier gefunden. Wenn du müde bist, dann schlaf doch einfach. Dann such mal Eier, ne? Bis sie es abgeschlossen hat. Yay. Juhu. Er kann auch Eier suchen. Och, das ist süß. Also sie hat schon mal einen erfolgreichen Häschentag. Und generell fühlt sie sich mal ausnahmsweise gerade ganz gut. Warum denkst du an Obstkuchen? Tinkerbell, is you okay? Normalerweise essen Katzen keinen Obstkuchen, weißt du? Er liebt Geräusche. Das ist auch interessant. Guten Morgen. Little boy. Hier ist eine Portion für dich. Yummy, yummy. Danach kannst du ja auch eine Eiersuche starten. Wow, er hat es ja einfach jetzt schon geschafft. Wir haben nicht gewonnen. Yara Grusel hat gewonnen. Ja, weil die Grusels noch nicht genug Geld haben, oder? Hier, wie wär's, wenn du mit deinem Sohn ein bisschen... Ihr könnt ja ein bisschen zusammenspielen. Hi, Destiny. Nein, wir können nicht permanent telefonieren. Streng! Das sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, dann würde sie jetzt nicht mit ihrem Kind spielen, ne? Yay! Immerhin habt ihr ein bisschen Spaß in der Backen. So, und du bist jetzt auch mal wach und du bist traurig. Ein Sechser im Lotto. Schade, Marmelade. Post haben wir auch schon bekommen. Super. So, mein Lieber, spiel mal ein bisschen. Du brauchst jetzt eine gute Zeit. Und du brauchst definitiv auch eine gute Zeit. Fitness mag er ja kommen, dann kann er ja einfach mal ein bisschen joggen gehen. Gerade kommen wir ja auch ganz gut klar. Ich meine, deine Häschentagsachen können wir dann immer noch machen. Geht er jetzt mit dem Teller joggen? Beim Mampfen pieseln. Na, Leggy. Das ist auch einfach Mom-Lifestyle, wirklich. Naja, immerhin hat er ein bisschen Spaß gerade. So, was haben wir denn im Briefkasten? Spielzeug. Das war's. Einmal Spielzeug. Wow, das sind ja die krassesten Geburtstagsgeschenke jemals. Man kann die Hunde einladen, mit Puppen zu spielen. Das ist ein bisschen süß. Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen Bauchzeit verbringen, ihr Lieben? Raya hat definitiv keine gute Zeit. Wow, wir haben ihr gesagt, bitte räum den Mülleimer nicht aus. Und sie so, ich hasse dich. Okay, Tinkerbell. Raste aus. Es liegen hier überall Blumen. Das war mir fertig. Frühe Midlife-Crisis. Haha, toll. Ein Traum ist das. Es regnet zwar, aber hast du vielleicht trotzdem Lust, was zu
authentifizieren. Wir wollen da ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Das heißt ja auch, dass wir irgendwann nochmal Urlaub machen müssen. Und Khosrow besucht uns. Oh, wow. Das sieht ziemlich cool aus. Selten. Und Qualität ausgezeichnet. Immerhin hast du es mal wieder geschafft. Und du brauchst jetzt endlich mal die Logikfähigkeit. Deswegen geh bitte gleich einfach mal ins Teleskop. Jetzt sind hier die ganzen Pflanzen. Das macht mich schon wieder fertig, aber egal. Zur Not verkaufen wir die halt einfach. Ist kein Problem. Warum tust du mir das an? Destiny möchte vorbeikommen. Klar, kein Problem. Aber was mit eurem Kind? Einfach allein gelassen. Obwohl Marlin ist ja noch da. Die ist ja jetzt auch schon Teenagerin. Also ich bin ganz froh gerade, dass es sich ein bisschen beruhigt hat. Ansonsten, ich glaube, ich wäre wirklich durchgedreht. So, und der nächste wird gebadet. Hast es getragen zu werden? War das nicht als Kleinkind auch schon so? Oder verwechsel ich da was? Als Säugling. Schlimmster Tag aller Zeiten, ja. Also, dass sie ein bisschen überfordert ist, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auf jeden Fall, er hat Level 2 erreicht. Das heißt, er könnte potenziell befördert werden, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. Aber Raya ist bisher eigentlich ein verhältnismäßig angenehmer Säugling. Ich weiß, ich beschreie es wahrscheinlich, wenn ich das sage, aber sie ist zumindest nicht permanent am Schreien. Sie sind gute Freunde geworden. Süß. So, Faith, und dann gehst du schlafen. Du hast noch gar nicht genug Eier auch gesucht, ne? Müssen wir uns vielleicht mal noch mal kurz drum kümmern. Er ist halt einfach noch gar nicht müde, ne? Das ist ein bisschen lustig auch. So, und dann kannst du noch mal ganz kurz mit dem Blumenhasen reden, heißt der? Heißt der Blumenhase? Weil ich würde gern, dass er ein Happy Day hat. Sieht doch gemütlich aus hier in der Ecke, oder? Also, ich bin Fan. Der Blumenhase ist ein Geek. Alles klar. Raya kann gurren. Juhu! So, und du gehst jetzt auch schlafen um 1 Uhr nachts. Ups. Naja, aber wenn man nicht müde ist, ist es okay. Da muss er ja eh nicht so lange schlafen. Okay, er ist in der Midlife-Crisis und zwar Streben nach Erfolg. Ein Wettkampf oder ein Spiel gewinnen. Ein Gourmet-Menü essen. Einen Whirlpool kaufen. Wir haben einen Whirlpool, aber okay. Professionellen Service engagieren. So, als hätten wir das nicht schon getan. Kosmos weggelaufen. Keine mehr. Hier, Suchmeldung posten, bitte. So, was machen wir denn heute noch? Es ist die 30. Besuche einen Freund. Das ist ein bisschen süß. Dann können wir ja eigentlich Destiny besuchen, weil dann können wir das Kind kennenlernen. Das ist doch eine gute Idee. So, und du machst einfach mal ein paar Pfannkuchen zum Frühstück. Okay, sie ist heute anscheinend in Archäologie-Laune. Lecky Pfannkuchen. Ja, sorry, Girl. Wir haben leider keine Zeit mehr, uns um dich zu kümmern. In der Tagespflege wird's dir bestimmt gut gehen. Raphael liebt die Wegzeit. Das ist süß. Hello, can you go to work, please? No? Immerhin wurden die diesmal zur Tagespflege geschickt und nicht wie das eine Mal. Wo dann die trotzdem zu Hause waren. Junge Destiny, jeden Tag ruft sie an. Aber wir besuchen sie ja auch gleich. Also ist das okay, aber nerv nicht. Vorsatz umgesetzt, er wurde befördert. Supi. Geht's euch ganz gut? Geht so. Hi, Girl. What up in the club? Dir geht's gar nicht gut. Ups. Also zumindest hat sie absolut keinen Spaß. Deswegen auf geht's, ab geht's. Hallöchen. Ich bin immer... Also ich habe das zwar selber platziert, aber ich freue mich jedes Mal, weil ich mir denke, wow, so ein großes Haus. Where is the baby? Oh, ich glaube, man kommt da nicht dran. Warte. Free Real Estate wollte ich gerade eingeben. Das ist nicht ganz richtig. Ich stell Bebe einfach mal mitten in den Raum. Hi, ich will dich kennenlernen. Kenn deinen Namen ja noch gar nicht. Vadim. Okay, das ist ein interessanter Name. Kenn dich in der Familie willkommen zu heißen. So, und Marlin ist schon fleißig am Schwimmen. Ihr könnt ja ein bisschen quatschen. Warum gehst du jetzt raus? Ich füge dich zur Runde hinzu und dann, schwimmen mit Marlin. Yay. Das sieht sehr glücklich aus. Sie hasst die Sonne. Also ist einfach schon wieder grandios. Oh, Vadim ist gerade zu Säugling gealtert. Huch, hallo. Och, du bist ja süß. Die Gene in dieser Familie sind einfach jedes Mal grandios. So, ihr schaut jetzt mal gemeinsam ein bisschen fern, damit der Spaß ein bisschen hochgeht. Und dann könnt ihr euch dabei ja ein bisschen besser kennenlernen. Der Fernseher hängt ganz schön hoch, kann das sein? Boah, das wäre ja richtig anstrengend. Aber sehr schön, dass sie sich mit ihrer Nichte so gut versteht. Und ich bin froh, dass wir Vadim jetzt kennengelernt haben. Also unsere Family ist schon süß, ne? Wenn man jetzt hier bei Sky anfängt. Also, ich meine... Cloud wird halt jetzt ja nicht aufgelistet, leider. Aber ansonsten, das sieht schon interessant aus. Ich meine, das ist dann ja schon Generation 5. Sieht halt richtig cool aus, wenn man dann von Anfang an so runtergeht dann, ne? Aber sie sieht gerade so zufrieden aus. I love it. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal den Part beenden, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder im kompletten Chaos starte. Dieses Let's Play ist halt einfach ein Auf und Ab. Also von daher... Eigentlich müsste ich mittlerweile dran gewöhnt sein, bin ich aber nicht. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Ich hatte wie immer sehr viel Spaß, auch wenn ich zwischendurch, wie gesagt, ein bisschen gestresst war. Ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen.
Bis dahin und tschüss!